tauchen Sie ein ins größte Korallenriff der Welt. Mit dem Panorama Great Barrier Reef – Wunderwelt Korallenriff gibt es ein neues Besucherhighlight in Pforzheim. Das neue 360-Grad-Kunstwerk von Yadigar Azizi ist am Mittwochabend im Gasometer eröffnet worden. Zur Eröffnungsfeier kamen 160 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Verwaltung. Die Besucher können den 15 Meter hohen Turm erklingen und von dort aus das 360-Grad-Kunstwerk betrachten. Das gewaltige Korallenriff des Great Barrier Reefs erstreckt sich im Gasometer auf über 3000 Quadratmeter Stoff und nimmt den Besucher mit auf eine Expedition. Knapp 4 Jahre lang begeisterte das Panoramabild Rom 312 die Zuschauer. Mehr als 630.000 Menschen besuchten den Gasometer und bewunderten das antike Rom. Nun also ein Naturpanorama. Yadigar Azizi ist fasziniert von den komplexen Zusammenhängen in der Natur und der einzigartigen Schönheit eines fragilen Ökosystems. Ich glaube, jetzt seit vielen Jahren merke ich, dass die Natur die eigentliche Quelle aller schöpferischen Arbeiten ist. Ja. Und ich nutze diese Natur in diesem Sinne. Die begleitende Ausstellung bringt dem Besucher das vom Aussterben bedrohte Gebiet nordöstlich vor Australien näher. So als wäre man selbst unter Wasser, erschließt sich die vielseitige submarine Welt der Korallen, Meerestieren und Pflanzen mit ihren Interaktionen in faszinierenden Farben und wechselnden Lichtverhältnissen. Wer noch nie ein Panorama in der Dimension gesehen hat, der denkt, das ist halt ein großes Bild, zylindrisch aufgehangen und jetzt bin ich in der Mitte und dann sehe ich halt ein großes Bild. Das, was keiner versteht, wenn er noch nie drin war, ist, dass er einen Raum, dass er kein Bild mehr sieht, sondern er ist in einem räumlichen Gebilde. Ob er 312 nach Christus auf dem Kapitolshügel in Rom steht oder 10 Meter unter der Wasseroberfläche. Und man hat also einen räumlichen Zugang. Und durch den Sound und durch das Licht bekommt man auch einen emotionalen Zugang zu diesem Thema. Und ich glaube, wer skeptisch ist, er sollte wenigstens einmal diese Skepsis überwinden und sollte sich selber eine Meinung darüber machen. Auf 32 Metern Höhe und über 110 Meter Umfang hat Azizi einen hyperrealistischen Kunstraum geschaffen. Ab dem 17. November 2018 können Besucher in die unvergleichliche Schönheit und die enorme Artenvielfalt des Great Barrier Reef eintauchen und dennoch trocken bleiben. Möglich macht das vor allem Investor Wolfgang Scheidweiler. Da war damals, als der Gasometer nicht mehr gebraucht wurde für die Gasspeicherung, war natürlich das Thema, was kann man damit machen? Und nur, man kann ein Kulturdenkmal oder ein historisches Gebäude nur erhalten, wenn man langfristig auch dafür eine Funktion hat. Dann hat man gesagt, ja, Azizi hat in den Gasometern in Leipzig und Dresden diese gigantischen Panoramen geschaffen für diese Gebäude. Und hat diese alte Kunstform des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und setzt sie jetzt mit modernen Mitteln um. Und das war die ideale Möglichkeit. Das 360-Grad-Panorama Great Barrier Reef ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern ein Erlebnis.